Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder bei Arcania Gothic 4. Ich habe keine Ahnung, bei welchem Partner sind, weil ich habe vorher nicht nachgeschaut. Aber das ist ja auch Jacke wie Hose, wir machen da darum beim letzten Mal waren. Der hat hier ein Autosave-Game, das ist nicht unseres. Da habe ich beim letzten Mal noch ein bisschen an Einstellungen gefummelt. Drum müssen wir jetzt hier mal auf die Weise reinladen. Ansonsten mache ich sowas natürlich nicht, ne, wisst ihr ja Bescheid. Ihr seid quasi immer mit dabei. Nur ausnahmsweise musste ich hier noch ein bisschen am Ton rumspielen und hoffe, dass der jetzt vernünftig ist. Und für alle, die es interessiert, ich habe es angekündigt, ich habe jetzt meine andere Maus. Also mit der, wie gesagt, mit der G500 war ich ja nicht so hundertprozentig zufrieden. Und dann eine von Rocket angeschaut. Und die habe ich jetzt auch behalten. Weil die finde ich ist... Liegt angenehmer in der Hand, die steuert sich besser. Das Mausrad fühlt sich erheblich besser an. Finde ich persönlich. Also ist eine ganz persönliche Einschätzung. Und also ich mache in der Zeit einfach schon mal weiter, während ich von meiner Maus erzähle. Wir treffen sowieso nicht, von daher ist das eigentlich irrelevant. Ich kann in Ruhe in aller Langsamkeit erzählen, wollte ich gerade sagen. Ja, also, ich habe da jetzt eine neue Maus. Die ist irgendwie besser. So. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. Und jetzt muss ich mal gucken, was der Eiskohle macht. Los, bleib im Feuer stehen. Er bleibt nicht im Feuer stehen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Jetzt habe ich schon gedacht, das wird hier in Nahkampf ausarten. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so gewesen. Hier haben wir noch ein Skelett, was wir nicht geplündert haben beim letzten Mal. Und da steht er wieder. Jetzt muss man auch nur wieder treffen, dass er hier angerannt kommt. Also so später vielleicht. Da hat er wieder einen Klotz aufgehoben und wir halten einfach fleißig weiter drauf. Wir werden ihn schon treffen, da haben wir ihn wieder getroffen, juhu. Also ja, ich habe mir jetzt so die andere Maus von Rocket rausgekramt, die finde ich persönlich... Auatsch. Die finde ich persönlich angenehmer zum Spielen. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Und jeder empfindet das sicherlich anders, darum will ich jetzt auch keine Werbung machen. Wen es interessiert, das ist... ohne Werbung machen zu wollen, sondern einfach nur so die Info. Eine Rocket Cone XTD schimpft sich das Ding. Die hat leider ein ganzes bisschen mehr gekostet als die G500, also da musste ich echt lange überlegen, behalte ich die jetzt oder nicht, weil... das finde ich ist preislich für eine Maus schon eine Hausnummer. Ihr könnt ja bei Amazon oder so nachgucken, ne? Also... ohne dass ich jetzt Zahlen nennen muss. Und... man kann da jeden verstehen, der sagt, nee, wir reden hier von einer Computermaus, so viel muss ich dafür nur aber nicht ausgeben. Wir speichern ja einfach mal, weil es ungemütlich aussieht. Und noch ein alter, hässlicher, goldener Kelch. Ja, das sollte jeder für sich wissen, was er da ausgeben will. Ich finde, es ist auf alle Fälle eine qualitativ hochwertige Maus. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist ja Geld wert, weil das muss jeder für sich wissen. Aber es ist auf alle Fälle eine qualitativ hochwertige Maus mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, mit, ja, die kann bunt leuchten oder sowas, also wenn man da Wert drauf legt. Man kann auch, Moment, die hat ja noch so Tasten, ich mach das mal kurz, vielleicht hört man das ja, eigentlich müsste man es hören. Profile 2. So, da haben wir jetzt auf Profil 2 geschaltet und man kann dann auch hier natürlich per Schnelltaste, also das ist einfach nur eine Schnelltaste, das kann man sich legen, wie man möchte, ne? Und man kann auch die DPI-Zahl verstellen per Schnelltaste, das ist ja üblich, aber halt, auch hier. 3200 DPI. Sagt die Maus das an, wenn man das möchte. 1400 DPI. Damit spiele ich jetzt weiter. Man kann dann zu jedem Profil, also 5 Profile kann das Ding speichern, kann man dann hier, dann leuchtet die anders und... ich habe jetzt halt eins zum Zocken, wo ich so ein... paar Schnelltasten habt, die DPI dann nach oben stellen, wenn man irgendwie mal schnell von A nach B scrollen muss. Bei WoT zum Beispiel kann das vorkommen. Und
Also ich weiß nicht, ob man wirklich fünf Profile braucht. Ich selber brauche die sicherlich nicht. Aber wer da Spaß dran hat oder an bunter Beleuchtung oder so, ne, dem kann man das halt mal anbringen. Dass die Maus sowas kann. Was haben wir noch? Ja, die kann jetzt bis zu 8200 DPI, wie gesagt, das finde ich total übertrieben. Das braucht meiner Meinung nach nicht wirklich ein Mensch irgendwie, aber. Ja, doch zum Scrollen, WOT, okay, aber. Im Normalfall brauchen wir das eigentlich nicht. So, hat's halt, was soll's, nehmen wir's mit, ne? Oh. Das Mausrad ist ein ganzes bisschen straffer als bei der G500. Okay, jetzt wird es auch langsam knapp mit der Energie. Nee, das nicht, aber schon rot. Jetzt ist besser. Ja, also wenn man eine gute Maus sucht, kann man sich die mal angucken. Der Preis ist natürlich so ein entscheidender Faktor, ne? Das muss man vorher wissen, ob man so viel dafür ausgeben will. Auf alle Fälle eben eine qualitativ hochwertige Maus mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ja, hochwertig verarbeitet, behaupte ich jetzt mal. Also so lange habe ich sie noch nicht, aber sie liegt meiner Meinung nach gut in der Hand. Sie ist halt auch so, ich sag mal, an der Hand angepasst, geformt. Ähnlich wie die G500, ein bisschen anders logischerweise, aber so vom Grundprinzip her sieht die schon so aus. So eine hässliche Spinne. Also prinzipiell eine schöne Maus. So rein als Produkt kann ich sie weiterempfehlen. Preis-Leistung muss jeder für sich wissen. Oh, das sind auch drei Kristallspinnen, sehe ich gerade. Auch die eine wird da fleißig vom Flammending gebrutzelt und die andere kill ich hier so nach und nach. Momentan wird gerade nichts mehr gebrutzelt vom Flammending. Stufenaufstieg. Hey, hey, wo machen wir das? War das auf C wie Charakter? Ne, das C war Kraft, den K war Charakter. Kunstvolle Combo, was haben wir hier? Das ist Ausdauer, Regeneration, Nahkampfkraft, Lebensenergie, Nahkampfkraft, das ist voll. Hier haben wir nochmal Lebensenergie, Fernkampfkraft. Okay, hier natürlich 200% Schaden gegen unaufmerksame Gegner, also wahrscheinlich so erster Schuss oder sowas. Da setzen wir hier mal zwei rein und hier mal einen. So. Speichern wir einfach. Dann schauen wir mal weiter. Ja, jetzt hier noch zur Maus. Ich finde sie toll. Ich freue mich. Und ist mein erstes Produkt von Rocket. Interessiert wahrscheinlich auch keinen, aber irgendwas muss ich ja erzählen. Und da hier nur so eine langweilige Höhle ist, erzähle ich halt jetzt von meiner tollen neuen Maus. So. Hier lang? Also geht's hier nochmal? Ne, das ist so schon. Hier gibt's sonst nichts weiter. Doch, hier ist eine alte Kiste. Da kann man mal reinschauen. Vor allem mal auf F5 drücken. Die ist auch noch verschlossen. So, jetzt haben wir sie geöffnet. Das haben wir da drinnen. Gold, Bandagen, Pfeile, Essenz der Unsterblichkeit. Ein Heiltrank und ein Schild. Alles langweilig, auch Schrott. Benutzt eh kein Mensch. Und dann schauen wir mal nach hier drüben weiter. Durchsucht jeden Winkel. So. Tür oder. Gucken wir. Jetzt eine Treppe hoch. Ah, verschlossen. Okay. So viel dazu. Wo war ich eigentlich? Ach ja, ich wollte gerade weiter über Rocket erzählen. Also Rocket jetzt so als, ich sag mal, als Produkt selber nicht. Also jetzt hier als Hersteller von Zeug. Die Maus finde ich wirklich gut. Die gefällt mir. Mal gucken. Ich will mir aber noch eine mechanische Tastatur zulegen. Zum Zocken. Und
Da hat Rocket auch angekündigt, dass da was kommen soll demnächst. Die Rocket Vials. Die sollen in verschiedenen Ausführungen kommen. Schlüssel zum Heiligtum sah gut aus. Damit kommen wir eventuell durch. Ein Streitkolben. Hier haben wir noch so ein Amulett. Ja, und die Tastatur will ich mir halt ja nochmal angucken. Weil mir die Maus halt so gefällt. Könnte ich mir halt vorstellen, okay, die Tastatur, da bauen sie vielleicht auch was Vernünftiges. Das will ich mir ja nochmal anschauen. Und die kann man dann in der High-End-Ausführung, kann man die aussuchen, was da für Taster reinkommen. Also welche Cherries, ob das rote, schwarze, braune oder blaue sind. Okay, das hier speichern wir nochmal. Oh, ein Golem. Sehr schön. Den erwischen wir natürlich direkt von hier unten. Nicht. Zumindest nicht beim ersten Mal. Hui, jetzt hat er sich zu uns gedreht. Und ich bin gerade mit dem Kopf ans Mikro gestoßen und er hat uns nicht getroffen. Das ist sehr schön. Ich glaube, der trifft uns hier so oder so nicht. Was ja auch recht angenehm ist. Ja, und vielleicht kommt er auch nicht ans... so viel dazu. Vielleicht kommt er ja auch nicht ans runter. Vielleicht passt er nicht durch die Tür. Vielleicht laufen wir einfach schneller als er. Vielleicht glitscht er beim nächsten Mal oder nicht so an uns ran. Wo war ich denn eigentlich? War ich noch bei der Tastatur? Ach so, ja, genau. Mal gucken. Also wie gesagt, auch da werde ich mir dann die... Die nennt sich dann Rocket Vials MK Pro oder sowas. Da gibt es dann eine MK Glow. Die leuchtet schön bunt. Also das tut die Pro natürlich auch, aber die Glow ist halt so eine Variante mit ich leuchte und dann gibt es noch irgendwie eine ganz einfache, die leuchtet glaube ich nicht oder nur in einer Farbe oder so. Und wir speichern nochmal, weil ich so ein Angsthase bin. Ja, und die Rocket will ich mir halt angucken, da die Pro-Version, weil da kann man sich die Tasten aussuchen. Vorher noch gucken, oh. Okay, das kommt mir aus dem Video bekannt vor. Da die komischen Statuen. Und die blöden da und... Toll. Da müssen wir aber hin. Also die da ist eindeutig... Da die Harp hier oder so, die ist eindeutig ein Kreis. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ja, noch nicht so lange. Eigentlich müssten wir uns das noch antun. Ja. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir gucken mal, weil die hat auch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, die will mit uns reden. Huhu. Ich hab mich schon gefragt, wann ich euch Anbael über den Weg laufe. Wo sind die anderen? Ah, das sind die Anbael. Das sind quasi keine... keine Dämonen oder so, wie ich gedacht habe. Sondern das sind Harpyen. Die sehen auch nicht besonders schön aus, weil irgendwie sind die so hässlich und halb zerfallen oder sowas. Muss ich jetzt... Ah ja, okay. Oh, 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 oh! Oh, warum ist da zu? Was soll denn der Scheiß? Oh, oh. Und da ist was unten, da liegt was Kaputtes. Hoffentlich kommen wir ja nachher wieder weg, wenn ich jetzt hier hochrenne. Man kann ja schon mal feuern. Ups, wenn man den auch trifft. Okay, hier haben wir nicht mehr so viele Ausweichmöglichkeiten. Oh, die hauen ab. Los, Spinne, verpiss dich. Verpiss dich, Spinne. Ksch. Los. Huh. Ja, wir sind ja jetzt nur weggerannt. Was denn jetzt? Kommt die jetzt wieder hier hoch? Ja, kommt sie. Die Frage ist, wie viel Schaden macht die? Bleiben wir jetzt stehen und hauen mit dem Schwert drauf, oder? Ist wahrscheinlich eher nicht so ratsam. Jetzt ist, die ist zerfallen.
Die andere müssen wir auch noch killen. Steht da zumindest. Und die blöden Spinnen mit Sicherheit auch. Aber wir sehen ja, das könnte ganz gut funktionieren. Wenn wir die da jetzt treffen. Wir treffen zumindest. Stirb, blödes Harpyon-Vieh. Okay, wir machen vielleicht noch erstmal die Spinne hier noch, weil die ist schon fast tot. Okay, aber die, kommt jetzt ein bisschen ins Hintertreffen. Geh aus dem Weg. Ich will die andere haben. Juhu! Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe glaube ich schon wieder einen Pfad verloren. Wir waren bei der Tastatur, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die hört er dann wahrscheinlich klicken, wenn ich sie hab. Weil, wie gesagt, so eine mechanische Tastatur, die macht natürlich doch so ein bisschen mehr Krach auch. Oh, das war ein Schatten. Hab ich mich jetzt erschreckt? Und irgendwie treffen wir die auf die Entfernung noch nicht so richtig. Jetzt haben wir aber gerade gut getroffen. Ja, na klar. Da, treffen wir auf immer nicht mehr. Die halt irgendwie, oh, die hält auch eine ganze Menge aus hier. Genau, hau ab, du scheiß Spinne. Ne, die hätte ruhig hier bleiben können. Naja, wir laufen einfach wieder hinterher und erledigen die auch noch. Da auf die Entfernung, da hakt sie wieder da hinten so ein bisschen. Jetzt eine Blutwurst. Bin ich ja mal gespannt, wo wir danach hinkommen, wenn wir hier das hässliche Vieh da erledigt haben. Los, aufladen, feuern, aufladen, stirb. Hässliche Spinne, haut ab. Okay, die ist auch weg. Jetzt würden wir theoretisch weiterkommen, aber wir kümmern uns noch um die scheiß Spinne da. Einfach, weil wir es können, bringt ja alles Erfahrung und so, ne, und... So, aus Prinzip muss das Vieh auch noch erledigt werden. Und dann schauen wir uns hier in Ruhe mal in der Höhle um. In dem Riesending wäre da gelacht, wenn wir hier nicht halb was, irgendwas Brauchbares finden würden. Haben wir zumindest schon mal die Spinne auch wieder erwischt. Ups. Los, Spinne. Los, Spinne. Und gleich ist er weg. So. Und da haben wir die Spinne erledigt. Wir sollen jetzt hier nach Karte irgendwie da oben weiter. Da durchs Tor. Aber wir drücken einfach erstmal auf F5. Und dann schauen wir uns hier mal um in Ruhe. Ob es hier nicht noch was zu holen gibt. Hier hängt eine Schüssel. Liegt eine Schüssel rum. Aber... Hier scheint es nirgendwo so richtig was zu geben. Wir sind auch eigentlich schon wieder fast durch mit der Folge, so wie es aussieht. Ich höre nicht gerade irgendwo so ein Grummel-Fressgeräusch gehört, oder? Das hat wahrscheinlich getäuscht. Okay, also hier scheint es sehr wenig bis nichts weiter zu geben. Schade, hier hätte man ein bisschen mehr draus machen können aus der großen Höhle. Oh, da scheint ja auch die Sonne. Wir sind ja scheinbar irgendwo ganz weit oben auf dem Berg. Tatsache. Nee, Untergrund. Nee, wir sind nicht auf dem Untergrund. Wir sind irgendwo ganz weit oben. Die heilige Schmiede. Was ist da schon? War das jetzt hier der Endboss oder wie? Das wäre ja ein bisschen
Ach, dünn, hier ist auch noch so viel Platz hier überall, wo man hin könnte, theoretisch. Na, wir gehen erstmal zur Heiligen Schmiede, da sollten wir ja hin. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Und dann werden wir wahrscheinlich auch bald Feierabend machen für heute. Weil es ist schon spät, ich habe noch kein Abendbrot gegessen, ich bekomme da langsam so ein bisschen, so ein leichtes Hüngerchen. Und da hilft nicht einfach nur so ein Fertigmilchreis aus dem Plastikbecher. Von welcher Firma ist Jacke wie Hose? Das ist einfach ein bisschen wenig, wenn man Hunger hat. Dann machen wir lieber ein paar Brötchen. Ich werde sie in die Finsternis stoßen. Okay. Spielstand erfolgreich gestellt. Erstellt. Nochmal. Da ist's. Oh, Video. Psst, Ruhe jetzt. Er ist es. Hi. Ich bin es. Wir sind die Geister der Anosiri. Die Wächterinnen der Ordnung. Freut mich. Und wir kennen dein Schicksal. Ich bin Extreme Bug. Du wirst dem dunklen König helfen, das Amulett des Schläfers zu Selena zu bringen, der letzten Überlebenden unseres Ordens, und ihn dadurch erlösen. Er will es nicht tun. Er hasst den dunklen König. Wisse, wenn du dem dunklen König nicht hilfst, wird sein Schicksal ein anderes sein. Und die Welt ist dem der sabbert Untergang schön geweiht. Gruselvideo. Die Welt ist dem Untergang geweiht. Oh, hier liegt magisches Erz rum in... Ich hätte fast schon gesagt rauen Mengen. Das schnappen wir uns natürlich alles mal. Magisches Erz, magisches Erz. Amboss lassen wir da mal liegen. Wir benutzen mal die Truhe, finden Bandagen, noch mehr magisches Erz. Ein Bogen, Kiste voller Ebenholz. Ich glaube, wir kriegen ja gleich so eine übelst fette Waffe, habe ich das Gefühl. Noch mehr magisches Erz, Stahlborn, rotes Erz, magisches Erz. Ein Schwert der Vergeltung. Also ich glaube, wir rocken hier gleich. Nein, nicht einen Amboss benutzen. Nicht den Amboss benutzen. Nein, hör auf. Magisches Erz einsammeln. Richtig. Noch mehr magisches Erz. Ich sammle den Hammer mal noch nicht auf. Also da unten kommen wir auch noch nicht raus. Wir müssen hier erstmal quasi. Da liegt doch noch ein Erzbrocken. Jetzt rotes Erz zur Abwechslung mal wieder. Immer nur das Magische wird auch langweilig. Hier ist noch eine Truhe. Da finden wir noch ein Rezept. Innos Zorn. Das kommt mir so vom Namen her so ein bisschen bekannt vor. Heilige Essenz aufheben. Ein Schleifstein. Das ist ja echt so eine übelst fette Schmiede, Alter. Hier haben wir so einen Mega-Hammer. Ach, hier ist auch... ein Schmelztiegel und hier das Abkühlbecken und so ein übelst fettes Dingens da noch. Hier haben wir noch Erdbeben, magisches Erz, Goldklumpen. Eine alte Zange. So, wir müssen jetzt nicht auf C, wir gucken erstmal hier ins Inventar kurz. Wir haben ja jetzt hier Schriftstücke, etliche Rezepte eingesammelt. Ein Streitkolben kennen wir schon. Das Schild können wir lernen. Da kann man eine weiche Klinge schmieden. Da lernt man irgendwas. Noch eine Klinge. Und einen Bogen. Und jetzt können wir ja auf CW Crafting gehen. Inners Zorn ist... zweihändig. Mit 65 Schaden. Und was haben wir noch?
Das haben wir nicht. Ein Schild des Kreuz könnte man. Oh, 130 Rüstung. Wenn man denn mit dem Schild spielen würde. Und wir hatten doch noch irgendwas. Ein Schwert der Vergeltung. Das ist dann einhändig, damit man das Schild nehmen kann. Also hier brauchen wir noch Stahlbarren. Die können wir aber zur Not machen. Ich weiß zwar nicht woraus, aus Eisenerz und Kohle. Okay, also Stahlbarren könnten wir machen für das fette Schwert hier. Und den Bogen, den können wir auch so machen. 44 Fernkampfkraft. Und das Schwert hat 65. Wir schauen mal kurz in unser Inventar. 37 und 61. Damit sind wir ja quasi dann mit den neuen Sachen. Alte Zange, ja, eindeutig. Sieht zwar aus wie eine Axt, aber ist eine alte Zange. Da sind wir damit ja dann richtig gut aufgestellt hier. Das ist bestimmt auch Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt, haben wir der göttlichen Schmiede erhalten. Jetzt kommt man da unten weiter, aber wir machen uns erstmal, wir machen heute keine fetten Waffen. Damit steigen wir in der nächsten Folge ein. Einfach, dass wir in der nächsten Folge einen coolen Einstieg haben, wie der Name schon sagt. Ihr wisst Bescheid, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen für heute, wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, Früh, mitten in der Nacht, Mittagspause, Brunchzeit, wie auch immer. Und sag an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.